Ganz frisch bei mir eingezogen haben wir hier eine CZ P10F. Genau, die F-Version, ganz frisch auf den Markt geworfen worden von CZ. Und hier in Deutschland dürfte ich einer der ersten sein, die sie tatsächlich haben. Und das dürfte das erste deutschsprachige Video zu P10F sein. Geile Sache. CZ üblich, der neue Kasten. Schickes Ding. Lieferumfang fangen wir mal im Deckel an. Wir haben die übliche elektronische Anschlussscheibe. Probeschüsse wurden gemacht auf 25 Meter Haltepunkt. Und hier haben wir die Treffer, also eigentlich ein halbwegs brauchbares Bild, je nachdem, wer das Ding halt immer in den Fingern hat. Wir haben das Garantieheftchen dabei und selbstredend das übliche kleine mehrsprachige Handbuch. Wir haben noch dazu in Summe drei Griffrücken unterschiedliche Größe, Small, Medium und Large. Komme ich gleich dazu. Zwei Imbusschlüssel, zwei Magazine zu je 19 Schuss. Das muss man sich mal reinziehen. 19 Schuss Magazine, das ist echt gigantomanisch. Wundert euch mal nicht, hier diese Lappen, die ich da reingemacht habe, die haben ein ganz klein wenig viel Öl hier anscheinend drauf gemacht, dass das ganze Ding hier so ein bisschen eingesuppt war. Und jedes Mal beim Rausnehmen war die Pistole letzten Endes tutto completo patschnass. So, wie gesagt, zwei 19-Schuss-Magazine. Das heißt, diese Waffe hat eine Kapazität, 19 plus 1 macht 20 Schuss. Zwei Magazine sind 40 Schuss. Die technischen Daten. Also, wir haben das Modell CZ P10F. F steht für Full Size. Es gibt ja bereits weitere Varianten der CZ P10 auf dem Markt, nämlich die C und die S. Die S weiß ich aber nicht, ob sie in Deutschland schon verfügbar ist. Jedenfalls, es gibt die Kompaktversion. Hier ist die Full Size Version. Also, CZ P10F, Kaliber 9 mm Luger, Magazinkapazität 19 Schuss plus 1. Gesamtmaße der Waffe 203 x 32 x 150. Das heißt, wir haben eine Gesamtlänge von 203 mm, 150 in der Höhe, ist sehr hoch, hat ein sehr langes Griffstück und eine Breite von 32 mm. Lauflänge beträgt 114 mm. Derzeitiges Angebot, haltet euch jetzt bitte fest, beworben wird sie derzeit bei Franconia für 499 Euro. Also das ist echt ein Preis, das ist ein reiner Schnapper. Gekauft habe ich sie wie gewohnt in diesem Moment bei meinem Stammhändler Timo Zindel. Die Griffrücken. Gehen wir mal ganz kurz auf dieses Thema ein. Das ist ja ein Punkt, den ich zum Beispiel bei der Glock so ein ganz klein wenig kritisiere. Nämlich, wenn ich bei der Glock den Griffrücken austausche, tausche ich im Grunde genommen dieses komplette Teil aus, beziehungsweise ich baue auf dem bestehenden, schlankeren Griff ein weiteres Teil obendrauf, um den Griff zu vergrößern. Das bedeutet auch und zwangsweise, dass in diesem Bereich bei der Glock im Beavertail-Bereich der Griff ebenfalls vergrößert wird, was nicht immer gut ist. Bei der CZ P10 wie auch bei den anderen Polymer-CZ-Waffen wird beim Griffrücken nur dieser untere Teil ausgetauscht. Das heißt, wir haben hier dieses Teilchen, was letzten Endes hier reingeschoben wird. Das heißt, den ziehe ich raus, den schiebe ich rein. Das heißt, hier oben der Bereich wird gar nicht verändert. Das heißt, der Abstand hier hinten zum Abzug wird nicht verändert. Was ich verändere, ist letzten Endes hier die Ausbauung am Griffrücken, um eben für mich vielleicht, wenn ich eine größere Handfläche habe, aber zum Beispiel kurze Finger, kann ich unten ein bisschen mehr Beef reinmachen, aber der Abstand zum Abzug bleibt gleich. Wir haben 3-Punkt-Visier. Kriege ich es rein? Da haben wir es. Weiß dürfte nachleuchtend sein, wenn ich das richtig sehe. Front Cocking Serrations, also wie auch bei der Glock 17 FS, die ich hier habe, habe ich vorne die Cocking Serrations oder Front Serrations, sind sehr griffig und sehen eigentlich in meinen Augen an dieser Waffe echt ziemlich cool aus. Wir haben beidseitig bedienbare Schlittenfanghebel und entgegen der P10C eine einseitige Magazinhalterung. Also in dem Magazinauslöseknopf nur einseitig, ist aber wechselbar auf die von links nach rechts, wie man es halt gerade benötigt. Man hat bei der P10C gerne mal moniert, dass der Magazinauslöseknopf wohl aufgrund der beidseitigen Bedienung sehr stramm ausfällt. Und das haben wir hier wohl
anders gelöst, damit die Bedienung ein bisschen angenehmer ist. Von daher, gute Sache. Ich hatte sie gestern bereits schon mal auseinander. Das ist also hier nicht das initiale Unboxing. Das ist jetzt tatsächlich, sage ich mal, euer nachgelagertes. Ich prüfe hier eine Waffe grundsätzlich immer erstmal durch. Ich habe auch, sag mal, das Werksöl, Werksfett erstmal entfernt und habe meine Art der Schmierung und Ölung und Reinigung durchgeführt, dass er erstmal ready to go ist, denn sie wird morgen zum ersten Mal mit auf den Stand genommen und getestet. Mal sehen, wenn ich die Kamera dabei habe, wird das auf jeden Fall laufen. Und wenn alles gut läuft, nehme ich sie am Samstag direkt mit auf die Landesmeisterschaft Dynamische Kurzwaffe des LV Hessen im BDMP. Das ist schon ein Schnuckelchen, das muss man ganz ehrlich sagen. So, Zerlegen dieser Waffe ist eigentlich wie bei so gut wie allen anderen Polymerwaffen auch. Prüfen lassen wir Ladezustand, sie ist leer. Schlitten ein Stückchen nach hinten gezogen, Takedown-Laschen runtergedrückt, nach vorne weggeschoben. Mehr ist es nicht, genauso wie bei einer Glock oder wie auch immer. So, wir haben das Federpaket, ein strammes Federpaket, hat ziemlich viel Bums dahinter. Und wir sehen auch hier zum Beispiel im Vergleich mit einer Glock, was es hier für ein fetter Lauf ist. Also der ist schon, da ist schon echt viel Beef drauf, viel Material drauf. Der ist sehr schwer, also ziemlich geil, ziemlich geil. Gewicht dieser Waffe liegt bei etwa 0,8 Kilo. Ich habe sie gewogen mit Magazin, ich glaube mit 788 Gramm oder sowas in der Richtung. So, die Abzugsmechanik ist hier hinten. Ich denke mal vergleichbar wie alle anderen Striker Fired auch. Ist ein ganz klein wenig angepasst. Wie sich das Ding bewähren wird, werden wir dann tatsächlich noch im Live-Betrieb dann sehen, wenn ich es erstmal mit auf dem Schießstand habe. So, beim Zusammensetzen muss man unbedingt darauf achten. Die Feder muss hier unten in dieser kleinen Kerbe drin sein. Man sieht sie halt nicht unbedingt immer. Das kann beim ersten Mal auseinandernehmen und zusammensetzen vielleicht hier und da mal ein bisschen Irritation geben. So, da haben wir sie. So, jetzt kommen wir mal zu dem Kernstück dieser Waffe. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich jetzt hier für diese P10 entschieden habe. Ihr kennt mein Dilemma, mein Drama, meine Hassliebe, meine Freundschaft plus whatever mit der Glock 17. Und da ist ja das Dauerthema, was glaube ich für viele der Fall ist, Abzug. So, wir haben jetzt hier bei der P10 ebenfalls einen Striker-Fired-Abzug, Safe-Action-System, wie bei der Glock auch. Das heißt, wir haben vorne diese Sicherungslasche, die reingedrückt werden muss, um den Abzug freizugeben. So, ohne passiert immer gar nichts. Ne? Kennen wir ja. So, wenn ich jetzt hier diesen Abzug schaue, ich komme bei dieser Waffe wesentlich besser an den Abzug dran. Ich bin roundabout mit der Mitte meines ersten Fingerglieds am Abzug dran. Ich ziehe den Abzug durch und das Ding, das geht so geil. Im Vergleich zur Glock, muss ich sagen, ist dieser Abzug echt Welten. Muss man ganz ehrlich sagen. Die Griffergonomie ist hier ebenfalls geil. Ja, das Checkering an dieser Waffe ist sehr aggressiv. Daran muss man sich erstmal gewöhnen und das wird bei mir auch einen kleinen Moment dauern, weil gerade hier im vorderen und im hinteren Griffbereich ist das Checkering sehr grob, sehr aggressiv, dass also meine zarten Bürohände durchaus ein bisschen schmerzhaft sein könnten beim Schießen. Da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Aber man nimmt diese Waffe in die Hand und das ist echt wie ein Handschuh. Das Ding passt einfach. Nehme ich die Glock in der Hand und es hat einer meiner Follower, ein Kumpel, auch schon diesen Vergleich gezogen. Die Glock fühlt sich im Vergleich zu dieser hier an wie ein Backstein. Wie sie sich tatsächlich auf dem Stand gibt, werden wir auf jeden Fall sehen. Aber mein erster Eindruck ist absolut Zucker. Absolut Porno. Was man aber auch sagen muss bei dieser Waffe, was schwergängig ist, das liegt aber an der Konstruktion des Ganzen. Bei geöffneten Schlitten, eingeführtem Magazin, ich möchte die Waffe durchladen. Dieser Hebel geht sehr, sehr schwer. Das liegt daran, dass letzten Endes hier ein anderer Weg gegangen wird für die für den Schlittenfang im Vergleich zu anderen Modellen. Ja. So, wir haben jetzt hier, sehen wir, wenn wir die, wir haben zwar beidseitige Bedienung, aber dieses U, diese Brücke hier, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, setzt sich letzten Endes hier oben rein. Und zwar an diesem Bereich.
So, und dadurch ist natürlich der volle Druck des Schlittens, der da drauf lastet. Und das ist natürlich ein ziemlicher Druck, der da drauf lastet. Das soll sich mit der Zeit einspielen. Entweder man gibt diesem System tatsächlich die Zeit, sich hier drüber einzuspielen, dass ich sie mit dem Finger bedienen kann, oder man gewöhnt sich eigentlich gleich an, das Ding per Slingshot-Prinzip durchzuladen. Das heißt, wenn der Schlitten schon hinten ist, Magazin raus, Magazin rein, ziehen, vorschnalzen lassen und weiterschießen. Was eigentlich sogar die fast schon bessere Methode ist. Es geht einfach einen Zacken schneller und ich weiß, dass ich das Ding tatsächlich voll durchgespannt habe. So, das ist die CZP-10F.